братан, willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, du hast ein verdammt geiles Wochenende. Nee. Erst like, dann geiles Wochenende, mein Freund. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und heute kommen wir wieder mal zum Random Icon Moment Spieler Squad Balder Battle. Und ich hoffe, wir haben da was richtig, richtig Krankes im Pack. Ich habe hier eins schon im Stream geöffnet, apropos Streams. Hier unten seht ihr, da können wir zusammen Spaß haben. Könnt gerne auch meinen Partner auschecken, mit dem ich jetzt aufnehme. Namen sage ich jetzt nicht. Und da haben wir ja Lampert gezogen. Und ich hoffe, wir können jetzt Besseres als was Lampert ziehen. Und natürlich kann ich das nicht alleine. Ich habe mir Claudio mitgebracht. Grüße dich. Ich bin wieder da. Moin, servus, moin. Wir ziehen jetzt beide R9. Sheesh. Und ich würde mal sagen, weil es so geil war, ne, ihr seht ja, zwei Packs. Eine Folge hier, eine Folge bei Claudio. Rübergehen, Küsschen, Liebe da lassen, ihr wisst Bescheid. Ganz wichtig für den Algorithmus, ihr wisst es, ihr macht das mega geil. Küsschen geht raus. Ein Kommentar da lassen. Stuhlgang, Essen, Wochenende, Alkoholpegel, alles. Alles muss ich wissen. Und ich antworte jedem, ihr wisst Bescheid, ich antworte immer belegt. Also würde ich sagen, Claudio, da du der Gast bist, hau runter, zähl mal. Okay, ich mache heute mal ohne viel Quatsch. 3, 2, 1, Olga, los. Schreibt mal rein, was ihr so gezogen habt, ist auch ganz wichtig. Und die Tafeln gehen auf, es wird safe, natürlich ein Workout. Es ist klar, oh, der Ton ist auch am Start. Oh, Gott sei Dank, nicht der, den ich schon hatte. Jo, ich glaube, der ist nicht gut. Ich habe einen Dene Marquinhos, aber nicht Schmeichel, den wir schon mal hatten vor geraumer Zeit, sondern ich habe Laudrup. Der ist in Ordnung, geht klar. Laudrup, also ich hatte einen kleinen Herzinfarkt. Niederlande, ST und wer kommt raus? Nein, Kluivert, geht noch. Also Jungs, Kluivert, wir bauen schnell die Teams fertig und dann sehen wir uns gleich. So meine Freunde, Teams sind jetzt ready und ich halte auch mal rein. Mal schauen, ob ich das gegen Claudio verlernt habe oder nicht. Sondern Spieler mal wegzuhauen. Ich hoffe, du hast es verlernt. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, verlernt, mein Team zu bauen. Pass auf, Kreativitätsboss ist am Start und zwar morgen ist ja Champions League Finale. Eine Mannschaft nimmt teil, von denen habe ich zwei Spieler, nämlich der FC Bayern München auf der rechten Seite, der Koch himself, Serge Gnabry, und auf der linken Seite Kingsley Coman. Ich habe ohne Witz, ich habe an Bayern-Spieler gedacht und habe Perisic aufgeschrieben. Dann dachte ich mir, na, gehst du mit dem Koch, aber ich habe einen anderen Spieler aufgeschrieben, den Mahrez. Ja, Bruder, perfekt, geht gut los, ich bin wieder im Business, deine Spieler, mach mal. Okay, rechts gehe ich. Habe ich gerade einen Spieler gesagt? Und zwar, das ist Riyad Mahrez oder Mahrez, wie man das auch nennen mag. Und links gehe ich mit einer Summer Heat Karte, mit einer Bundesliga Karte. Diaby. Und der nennt sich Diaby. Sorry, wollte ich nicht. War Absicht. Okay, ich habe links Promes und rechts Berghuis. Ja, moin Digga, weiter geht's. Okay, zwei Spieler hatten wir eben, die wir erraten mussten. Jetzt sind es ganze drei. Wir legen noch mal einen drauf. Komm, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du darfst reinhalten. Ich darf wieder reinhalten? Ja, okay. Na klar. Alles klar, Begann. Dann los. Ja, dann los. So, ja, pass auf. Muss ich mal kurz überlegen, was ich hier reinstelle. Also, ich weiß es. Es ist natürlich jetzt sehr gefährlich, ne, wegen Bundesliga und so. Deswegen ist einer davon nicht aus der Bundesliga. Ich rede die ganze Zeit um den heißen Brei herum, damit ich meine Spieler finden kann. Und hier sind sie alle drei. Wir haben auf der rechten Seite Suazerda, wahrscheinlich die letzte Totzkarte von Schalke für eine lange Zeit. No Front. In der Mitte den Neuzugang vom FC Chelsea, vielleicht Kai Havertz. Und auf der linken Seite Hüsem Aua. Der nicht Champions League Finalteilnehmer. Ja, Pogba, Ndombele und Kimmich. Oh, Sport, Bruder. Siehst du, ich hab's verlernt, meine Freunde. Aber jetzt stellen wir mal kurz bei mir rein. Rechts gehe ich mit einer Spezialkarte,
wenn ich die jetzt finde. Die hat ein Rating von 94 und nennt sich Todd Henderson. ZOM gehe ich mit einer Summary-Karte Foden, die auch ausgeschieden sind. Und in der linken Ecke findet sich Flashback Witzel wieder. Ja, perfekt. Ja, kann ich mal kreuzweise völlig dran vorbei. Hab auch sicherheitshalber einfach mal drei Premier League-Spieler aufgeschrieben. Hat auch überlegt, Henderson, Foden, hab gedacht, nee, Bruder, nehmen wir mal Pogba, Wijnaldum und Ndombele. Und weiter geht die wilde Fahrt mit diesen Spielern. Ich habe für dich diese Spieler geschrieben auf und mal gucken, ob du... Ja, komm, stell einfach rein und dann können wir gleich skippen wieder. Perfekt. Also bei denen kann ich mir tatsächlich nicht so wirklich vorstellen, dass du die Habibis hast. Denn wir haben einmal einen Hertaner auf der rechten Seite. Der bekommt vielleicht sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher eine Totzkarte als ein Schalker. No front an der Stelle. Und zwar Marius Wolf. Und auf der linken Seite habe ich... Bruder, ich weiß gar nicht, wie genau der heißt. Marcello oder Marcello von links hier, von UL. Ja, ja, gut. So, Mavar, Amavi und Da Costa. Marcello ist übrigens falsch, er heißt Marcel, sehe ich gerade. Marcel, ja, ich wusste schon, wie du meinst. Ich wusste schon, wie du meinst. So, fangen wir bei mir an. Ich habe mich entschieden. Ich hab wirklich hier Villa Kunterbund, Alter. Und zwar rechts habe ich mich entschieden, den schreibt man A-A-R-O. Aarons. Aarons. 5 Punkte an meinen Mitbewohner. Und auf der linken Seite habe ich mich entschieden für einen Dortmunder. Und zwar ist Rafael Guerreiro. Oh, leck mich genau. Kreuzweise, Digga. Ich habe rechts Aaron. Wan-Bissaka. Und auf der linken Seite habe ich Nico Schulz. Schulz. Schulz, ich sauf mit euch nächste Runde. Ehrlich. So, meine Freunde der Sonne, die jetzt gerade nicht scheint. Bis jetzt liest für uns beide, je nachdem wie man es nimmt, gut oder nicht gut. Wir haben keinen gesniped, das ist gut fürs eigene Team, aber schlecht fürs andere. Mal gucken, ob sich daran jetzt was ändert, aber in den schmerzhaftesten Positionen. Ich halte rein, diese drei. Okay, diese drei zusammen. Mhm. Wie du natürlich gesehen hast, Witzel braucht einen Link. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast oder nicht. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen, sonst könntest du darauf kommen. Ich liebe diese Karte, ohne Witz. Ich bin kein Fan von der Mannschaft. Nein. Ich finde aber, diese Karte ist eine Waffe. Es ist Opa oder Upa Meccano. Und rechts habe ich mich für Food Future Star Kamara entschieden und im Tor Mandanda. Ja, bin ich fast dabei. Ich hatte gehofft, weil du, als du gesagt hast, diese Mannschaft mag ich nicht, dachte ich, perfekt, Digga. Absolut schon richtig. Ich habe nämlich Emre Can aufgeschrieben. Und auf der rechten Seite habe ich Tomori und im Tor habe ich Pope, den Papst persönlich. Mal gucken, ob ich da jemanden treffe bei dir. Ich weiß es nicht, Digga. Ja, ich bin gespannt. Hast du dein Brett schon in der Kamera Rinski? Jo. Perfecto Mundo. Also, wer hätte es gedacht? Ich gehe selbstverständlich mit drei Franzosen hinten drehen. Und zwar einmal mit Clément Longley, dann mit dem Vereinskollegen von deinem Spieler, mit dem saftig knaftigen 91er Konaté und im Tor mit dem Mann, den Real sich nicht leisten kann, zu verpflichten, nämlich Alphonse Areola. Ja. Ich habe mich entschieden für Denaya, Kera und Modonda. Woo! That was close, but it is okay. So we can go in the game with the full team. It will be yes. Very interesting. Yes, 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 yes. I lading you ein und dann geht's los da. That's very nice, I freue mich. So, meine Freunde, da sind die Wölfe, die gerne zuschnappen wollen bei Claudio Eier. Und los geht's. Perfekt. Ja, keine Bruder, Gelder. Bruder! Nein! Lautrup, warum? Modonda, Ehre. Bam. Oh, hast du gesehen? Bruder, geh doch hin, Torwart. Ich hab gar nicht hingeguckt, Alter. Bitte. Lauf. Ja, er geht weg. Der behindert er. Weißt du, was das Witzige ist? Das Witzige ist, ich hab einfach nach hinten gespielt und nicht nach oben. Aber ist okay. Autokorrektur denn, man. Bam. Das war der entscheidende Pass, ja, Blair. Ja, Blair. Oh Gott. Ja, komm, Modonda. Brauchst dich eigentlich gar nicht bewegen da, aber... Ja, ja.
Nein! So viel dazu, da hat er jetzt gefehlt. Diaby! Oh, Areola, du geiles Kistchen, Alter. Witzel! Areola! Oh, Schiedsrichter, der rutscht doch. Der rutscht doch ganz doll rein. Ah ja, spiel doch noch weiter. Was denn? Digga, warum? Ey, warum? Never! Achso, Elva. Er pfeift der Elfmeter, Digga. Den nehme ich mit. Er nimmt mit da. Ja, moin, Digga. Einfach gehalten, Digga. Ehre. Geh doch hin. Du fette Sau, steh auf. Hallo. Torwart. Komm, schieß. Alter, was ist denn los mit euch? Ja? Ja, Bruder. Das ist Gnabry. So lächerlich, das, was Marius Wolf da macht, Alter. Kingsley. Ja. FC Bayern, deutscher Meister, du wirst niemals untergehen. Rechts. Komm, tiefer auf 1, let's go. Ja. Ach, dieses Spiel, ey, komm. Schnell abstoßen, Digga, schnell abstoßen, GG. Ehrlich. Jalla, komm, Abebe. Komm, hau raus. Okay. Ein, ne? Mm. Perfekt. Du hast die 4-3-3-4. Komm, ich bin heute mal so ein Mittelkreuzer. Das heißt für mich, ich nehme mal den zentralen, offensiven Mittelfeldspieler. Ja, moin, Digga. Henderson, Tots 94, ist untrade und mashallah, mach's gut, mein Freund. Ja. Ist weg. Ja. Da wollte ich auch keine SPC machen. Ich kann ihn noch eh nicht wiederholen. Also Jungs, meine Freunde, ihr habt's gesehen. Gameplay ist wieder on fire. Schreibt rein, was ihr so gezogen habt. Geht rüber zu Claudio und vielen Dank fürs Einschalten. Like nicht vergessen. Und Claudio, du hast die letzten Worte. Hab ich. Und die können keine anderen sein außer Marius Wolf, Fußballgott. Oh.